Mit einem Sieg kann Borussia Dortmund heute in der Tabelle vorbeiziehen. In bislang 89 Bundesliga aufeinandertreffen gab es so eine Konstellation nur ein einziges Mal. Und da ist es auch gelungen. Und das war vor 30 Jahren, im Jahr 1987. Und Nobby kann mir auch sicherlich sagen, wer damals die Torschützen waren. 4-1 haben wir gewonnen. Aber erst einmal Pulisic bringt den Ball nochmal rein und dann mit der Hacke und dann ist er drin. Tor für Borussia Dortmund. Pierre-Emerick Aubameyang bringt den Ball im Nachsetzen über die Linie. Borussia geht in der 12. Minute mit der ersten Chance in diesem Spiel in Führung. Und endlich war auch mal Glück dabei, dass der Ball dahin springt, wo er hinspringen soll. Wir schauen noch auf den Schiedsrichter, der hatte den Knopf im Ohr, aber die Schalker sind am Anspielpunkt, sehen wohl diesen Treffer auch als regelgerecht an. Da wird er jetzt herausgespielt auf die rechte Seite, da kommt Pulisic, der bringt ihn wieder rein. Dann Götze, dann prallt er an den Pfosten. Und jetzt alle Schwarz-Gelben! Und dann Ober. 12. Spielminute! 1-0 für unseren BVB. Torschütze der Spieler mit der Nummer 17. Pierre-Emerick! 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 Nicht Götze, sondern Şahin war es, der diesen Ball so heiß gemacht hat. Nuri Şahin mit seiner bereits dritten Torvorlage in dieser Saison. Aytekin muss neu verkabelt werden. Foul von Kehrer. Freistoß. Halbe rechte Position für den BVB. Und die Aktion eben von Papa. Die hat mir gefallen. Die macht eine Mannschaft wach. Die macht eine Mannschaft bereit für Großes. Komm, Nori, hau das Ding einfach vors Tor. Lang auf den zweiten Pfosten. Einer hält den Schädel hin. Ball kommt genau so. Wer ist da? Eigentor 2-0. Eigentor 18. Minute. Ich weiß überhaupt nicht, wer es war. Ich glaube, Kehrer. Nein, wer war's? Wer ist das? Welche Nummer? 17. Stamboli. Wir sehen noch einmal den Freistoß von Nuri Şahin. Und dann ist es Stamboli mit dem das langen Bein. 2-0 für unseren BVB in der 18. Spielminute durch ein Eigentor von Benjamin Stamboli. Und damit Nuri Şahin bei beiden Treffern der Wegbereiter. Naldo mit vorne und Şahin bringt den Ball erst einmal raus. Pulisic aber dazwischen. Dann Zweikampf zwischen Aytekin und Caligiuri, den der Schiedsrichter gewinnt und Dortmund deshalb in Ballbesitz. Aubameyang auf der rechten Seite zündet den Turbo, bringt den Ball nach innen. Tor! Tor durch Mario Götze! 20. Minute, 3-0. Mario Götze schießt sein erstes Tor für Borussia Dortmund seit Dezember 2016. Seit dem Spiel in Hoffenheim und er macht es mit dem Kopf. Dritte Chance, drittes Tor, 3-0 im Derby. Was ist das denn? Ein überfallartiger Angriff von Borussia Dortmund. Aytekin hat ihn mit eingeleitet. Der Schiedsrichter Aubameyang setzt sich durch. 19. Spielminute. 3-0 für unseren BVB. Torschütze, der Spieler mit der Nummer 10. Mario! 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 Und wenn du 11 Monate kein Tor geschossen hast, 5 Monate gefehlt hast wegen einer Stoffwechselproblematik,
dann gibt es, glaube ich, keinen schöneren Moment, ein Tor zu schießen, als hier in diesem Spiel im Hit im Revier. Was für ein Spiel. Was haben diese Tore für eine Geschichte? Was kann man hier nach... Kopfball. Jarmolenko hackt einen Absatztrick. Die Blauen in Ballbesitz. Müssen zurückspielen. Zu Fährmann. Als Fährmann und Nübel rausgekommen sind, haben sie Richtung Süd geguckt und Richtung Süd gespuckt. Das hat mich sehr geärgert. So was macht man nicht. Naja, Nobby, die Strafe ist ja jetzt da. Mario Götze. Schuss aufs Tor. Tor! 4-0! 4-0! 4-0! 4-0! 4-0! Guerrero! Guerrero! Was ist hier los? Ich dreh durch! Vierte Chance, 25. Minute, vierte Chance, praktisch noch 25. Minute. Fünfter Torschuss, fünfte Chance. Pulisic, Aubameyang, Götze, Aubameyang abgeblockt und dann macht es Guerrero volley technisch perfekt, nagelt diesen Ball. Einfach mal den Schalker Tor. Das gibt's doch gar nicht. 25. Spielminute. 4-0 für unseren BVB. Torschütze der Spieler mit der Nummer 13. Raphael! 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 Ich hab's vor 26 Minuten gesagt, vielleicht mag dieses Spiel als Beginn einer Trendwende taugen. Aber der Beweis muss erst kommen. In Leverkusen und in all dem, was danach kommt. Von Borussia Dortmund. Max Meyer köpft zu 18. Caligiuri gegen Guerrero, aber Guerrero ist ganz eng drauf. Macht die Räume zu. Klasse gemacht. Jetzt mussten sie zurückspielen. Nochmal Stamboli, langer Ball nach vorne in die Spitze. Anschlusstreffer, 61. Burgstaller. Mit einem Kopfball von der Strafraumkante. In der 61. Minute Anschlusstreffer für die Blauen zum 4:1 Torschütze. Und zwar der Ball lange unterwegs und keiner bei Burgstaller. Deshalb natürlich auch logischerweise Weidenfeller weit vorm Tor. Sokratis markiert den Torschützen nicht. Weidenfeller darf dann nicht auf der Linie kleben. Er muss raus, wenn der Ball flach kommt und er allein auf ihn zuläuft. Schalke mit Caligiuri. Ein bisschen viele Schalker Chancen zu Beginn dieser zweiten Halbzeit. Das Abseitstor von Naldo, das dann nicht gegeben wurde durch Videobeweis in der 52. Minute. Caligiuri. Mit der nächsten Möglichkeit nur 4 Minuten später. Super tolle Abwehr von Roman Weidenfeller. Und jetzt dann in der 61. Minute der Anschlusstreffer. Der erste Treffer für Schalke 04. Anschluss ist es sicherlich noch nicht, aber der erste Treffer und ein Warnschuss. Klar, auf der anderen Seite 2 gute Möglichkeiten für Aubameyang. Vielleicht die nächste Möglichkeit für Schwarz-Gelb. Jarmolenko an der Strafraumkante. Jarmolenko war von 4 Schalkern umringt. Muss nochmal rausgeben zu Pulisic. Pulisic flankt jetzt. Und Aubameyang kommt nicht ran, weil Caligiuri da gerade noch mit dem Kopf da war. Weigel. Toprak. Lösen sie gut, hinten raus, Pulisic,
Weidenfeller. Jarmolenko etwas bedrängt. Weigel, wieder Jarmolenko noch in der eigenen Hälfte. Der Ukrainer kommt zu Fall, wird aber nicht gepfiffen, sodass Schalke 04 jetzt angreifen kann. Pulisic ist aber sofort da. Sehr aufmerksam der US-Boy. Toprak jetzt rechts gefordert. Schalke kommt, Schalke flankt. Und die Möglichkeit und das 2:4 durch Harit. 65. Minute. Schalke verkürzt auf 2:4. Zum 4:2 Torschütze, der Spieler mit der 25, Amina Harit. Erst die Aktion an Jarmolenko. Der Schiedsrichter lässt sie weiterlaufen. Dann ist es, glaube ich, Konoplyanka gegen Toprak. Und die Flanke kommt durch. Shahin nicht ran und keine Chance aus kürzester Distanz für Weidenfeller. Jarmolenko will Götze, findet ihn aber nicht. Stamboli. Da ist wieder Guerrero ganz eng dran, so ist das gut. Gut gemacht von Nori. Jetzt wird er gefoult. Und er lässt alles durchgehen. Das kann doch nicht wahr sein. Pass in die Mitte. Das war ein... Jetzt gibt es eine rote Karte. Nee, gelbe. Gelb-rot. Für wen? Aubameyang. Ach. Ob man diese gelbe geben kann? Ja, die kann man geben. Aber die erste war ein Witz. Und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass Schalke noch zu 11 ist, ist es geradezu... Die erste war gar nichts. Die zweite, das Foul von Aubameyang hier jetzt mit Gelb zu sanktionieren. Ja. Pierre-Emerick Aubameyang an 3 Toren beteiligt und jetzt muss er in die Kabine. 18 Minuten noch zu spielen. 4:2 für Borussia Dortmund. Freistoß, Schalke. Wird dieses Spiel nochmal hochdramatisch? Konoplyanka mit der Freistoßhereingabe. Die kommt jetzt! Und Weidenfeller mit einer Weltklasse-Parade. Überragend, Roman Weidenfeller. Da war das Schalker 4:3 im Grunde schon gefallen. Im Grunde schon. Was für eine Aktion von Roman Weidenfeller in der 73. Minute. Roman Weidenfeller hält Borussia Dortmund mit Paraden gegen Caligiuri und ich weiß nicht, wer es hier gerade gewesen ist, gegen diesen Kopfball im Spiel. Was macht Dennis Aitekin jetzt? Götze verletzt, muss raus. Den Harit, den stellen sie jetzt da vorne hin, um einen Gegenspieler zu binden. Balleroberung, schwarz-gelb, was soll denn da für ein Foul gewesen sein? Naja, der Linienrichter stand direkt daneben, dann wird das wohl gesehen haben. Schalke treibt den Ball nach vorne. Caligiuri kommt über die rechte Seite. Schmelzer, der macht auch ein Riesenspiel. Zunächst dazwischen. Burgstaller. Goretzka. Meier. Schalke formiert sich. Wie gesagt, die sind in Überzahl seit der 72. Minute nach der Ampelkarte gegen Pierre-Emerick Aubameyang. Goretzka. 25 Meter, zentrale Position, rechts rausgespielt auf Caligiuri. Zagadou ist da, versucht den Doppelpass, kommt nochmal dran. Caligiuri,
im Strafraum. Kali Djuri wird nicht angegriffen und trifft. 86. Minute. In der 86. Minute das 4:3 durch den Nummer 18 Daniel Kali Djuri. Eine Willensleistung. Daniel Kali Djuri lässt sich diesen Ball nicht abnehmen und jagt ihn unhaltbar für Weidenfeller ins Tor. Nächster Ballverlust der Schwarz-Gelben. Flanke in den Strafraum. Gibt's Ecke? Es gibt Ecke. Fünfte Ecke für Schalke. In der 94. Minute Eckball von der rechten Seite. Koni Plyanka. Es gibt noch was zu regeln mit Burgstaller, Toprak und Weidenfeller. Der Ball kommt rein. Kopfball, Tor, Naldo. In der 90. Minute Tor für Schalke zum 4:4 Torschütze Naldo. Keine Abwehrmöglichkeit für Weidenfeller. Naldo hämmert den Ball ins Tor. Naldo stiehlt sich davon und köpft ein.